Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Schauen wir uns nun an, wie man mit der allgemeinen Sinusfunktion, die ihr in einem anderen Video von uns anschauen könnt, wie man da manche Sachen beim Sinus ausrechnen bis man sie herausfinden kann. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel drei Wellen, die irgendwie mit Sinus zu tun haben, und wir wollen jetzt deren Funktionsterm herausfinden. Wir wissen ja, es gibt die Möglichkeit, die Amplitude zu verändern. Die Amplitude ist der maximale Ausschlag aus der Ruhelage. Dann können wir die Periode verändern, das heißt, der Raum, in dem sich gerade eine Welle wiederholt. Dann können wir natürlich die Sinuswelle in X-Richtung verändern, nach links oder nach rechts oder in Y-Richtung, also nach oben oder nach unten. Diese vier Möglichkeiten haben wir. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht bei unserer Funktion f von x. Ganz allgemein haben wir diese Form a für die Amplitude mal Sinus in Klammern b in Klammern x minus c plus d. A die Amplitude, b errechnet sich als 2π durch die Periode, c ist die Veränderung in x-Richtung und d die Veränderung in y-Richtung. Okay, dann können wir mal anfangen. Das erste, was man macht, ist erstmal schon und schaut, wo hat diese Funktion ihre Ruhelage, das heißt ihre Nulllinie. Und ihr schaut, der tiefste Punkt ist bei minus 1, der höchste Punkt 2, 3, bei 3. Das heißt, die Mittellinie würde hier auf der waagrechten bei y gleich 1 liegen. Das heißt, wir hätten hier, hier oder hier jeweils, ja, verstrichen die Ruhelage. Das können wir jetzt auch ganz leicht die Amplitude herausfinden. Ist nämlich gerade der Unterschied zwischen Ruhelage und maximaler Auslenkung. Das heißt zwischen 1 und 3. Das ist also, die Amplitude ist in unserem Fall 2. Schreiben wir hin, 2 mal, also wir wissen schon, a ist 2. Jetzt müssen wir b herausfinden. B, die berechnet sich durch die Periode. Die müssen also erstmal herausfinden, wie groß ist die Periode hier. Das heißt, eine komplette Welle, einmal nach oben und einmal nach unten. Das heißt, der Abstand von hier nach hier, das ist die Periode. Nun, wir haben hier 1, 2, 3, 4, ja, 4,1, 4,2 minus 1, das ist 3,1, das, wenn man das schon sieht, ja, das wird wohl etwa Pi sein. Das heißt, wir haben die Periode Pi, das wäre in unserem Fall also 2Pi durch die Periode, also Pi, Pi kürzt sich raus, bleibt 2 übrig. Das heißt, wir sehen, 2 mal Sinus in Klammern 2 mal x minus c. Das heißt, jetzt schauen wir, wie viel hat sich in x-Richtung verändert. Dafür muss man schauen, welche Koordinate hat die Ausgangslage. Also die Lage, die normalerweise bei 0, 0 liegt. Ja, hier ist die Ausgangslage. Sinus beginnt in der Ruhelage und geht nach oben. Das heißt, wir müssen schauen, was für diese Koordinate gilt. Ja, x-Wert ist 1, das heißt, es wurde um 1 nach rechts verschoben. Und gleichzeitig natürlich auch noch 1 nach oben. Das heißt, 1 nach rechts verschoben, dann schreibt man x minus c, x minus 1. Und das haben wir gerade schon gesagt, um 1 nach oben wurde es auch schon verschoben. Das heißt, d ist auch ebenfalls 1. Das heißt, unsere Funktion heißt 2 mal Sinus in Klammern 2 mal Klammer x minus 1, Klammer zu, plus 1. Jetzt schauen wir uns g von x an. Das ist diese rote Funktion hier. Zuerst die Ruhelage, die liegt hier. Immer schauen, wo die Mitte ist ungefähr. Liegt hier bei minus 1,5. Und jetzt können wir wieder schauen, was ist die Amplitude? Also der maximale Ausschlag aus der Ruhelage. Also von minus 1,5 zu minus 1, das ist gerade 0,5. 0,5. Mal Sinus. Und jetzt müssen wir wieder b herausfinden mit Hilfe der Periode. Die Periode, einmal der komplette Weg. Einmal nach oben, einmal nach unten. Das ist gerade 1. 2. Das heißt, die Periode ist in unserem Fall 2. P gleich 2 und dann benutze ich jetzt wieder unsere Formel. B ist 2Pi durch P. 2Pi durch 2 kürzt sich in diesem Fall die 2 raus, ist der Pi übrig. Das heißt, hier steht ein Pi. Klammer auf, x minus c. Schauen wir, wie viel hat sich in x-Richtung verändert. Nein, die Ausgangslage ist hier. Hier beginnt der Sinus und geht nach oben. Das heißt, wir haben wiederum um 1 nach rechts verschoben. X minus 1. Und jetzt im Beispiel wird es nach oben und nach unten verschoben. Naja, die Ausgangslage, die liegt 1,5 oder 3 Kästchen unter der Nulllinie. Das heißt, es wurde um 1,5 nach unten verschoben. In dem Fall minus 1,5. Jetzt noch die letzte, diese violette. Was haben wir da erstmal für eine Ruhelinie? Naja, der tiefste Wert ist bei minus 1, der höchste ist bei 2. Das heißt, die Ruhelinie liegt
etwa bei 0,5. Also hier etwa. Und jetzt können wir schauen, was ist die Amplitude von 0,5 bis 2. Ja, das ist 1,5 mal Sinus. Was ist die Periode? Na, jetzt hier haben wir keine komplette Funktion, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, was wir da machen können. Na, wir wissen von der Ruhelage hier bis zur Wiederkehr der Ruhelage. Oder wir können schauen, was ist von der tiefsten bis zur höchsten und dann einfach das Doppelte nehmen. Das ist in dem Fall die einfachste Lösung. Wir schauen hier von minus 1 etwa bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein bisschen mehr als 6. Naja, wenn wir jetzt wieder beim Sinus überlegen, ein bisschen mehr als 6, das ist 2 Pi, ja, 6,28. Das heißt, die Hälfte des Weges ist 2 Pi, das heißt, die komplette Periode ist 4 Pi. Das heißt, P ist 4 Pi, dann entspricht das einem B von 2 Pi durch 4 Pi, kürzt sich das Pi, 2 Viertel bleibt übrigens ein Halb oder 0,5. Das heißt, es steht 0,5 mal x minus b. Und wie viel wurde die Ruhelage verschoben in unserem Fall? Das heißt, wir schauen, wo ist hier die Ruhelage? Das ist genau hier. Die wurde um 1,2,5. Um 2,5 nach rechts verschoben. Das heißt, in unserem Fall wäre das... Nein, Entschuldigung, es sind nur 2. Hier 1, 2, hier ist die Ruhelage. Das heißt, wir haben eine Verschiebung um 2 nach rechts, also hier x minus 2. Immer darauf achten, dass man das Minus macht. Das heißt, wenn man nach links verschoben hätte, hätten wir ein Plus. Und jetzt schauen wir, um wie viel wird es nach oben und nach unten verschoben. Ich habe hier die Ruhelage eingezeichnet. Die wurde gerade um 0,5 nach oben versetzt. Plus 0,5. Nun, genauso könnte es natürlich jetzt auch andersrum gehen. Das heißt, wir haben eine Funktion und wollen die einzeichnen. Fangen wir bei f von x an. Hier haben wir 3 mal Sinus Pi halbe. X minus 1 minus 1. Das erste, was ich hier machen kann, ist die Verschiebung in x-Richtung und die Verschiebung in y-Richtung anschauen. Das sehe ich also, es wurde um 1 nach rechts verschoben, von 0, 0 aus bis hin 1 nach rechts und um 1 nach unten. Das heißt, der Ausgangspunkt ist hier. Man sucht immer zuerst nach dem Ausgangspunkt. Und jetzt kann ich das Ganze aufbauen. Die Periode ist Pi halbe. Also B ist Pi halbe, nicht die Periode. Und jetzt kann ich P ausrechnen mit der Formel. P ist 2Pi durch B. Also steht dann da 2Pi durch Pi halbe. Pi kürzt sich raus und dann steht dann da exakt 4. 2Pi, das Pi kürzt sich raus. 2 durch 1/2, 2 mal 2 ist 4. Das heißt, wir schauen jetzt, bei 4 kehrt die Funktion einmal komplett wieder. 1, 2, 3, 4. Hier. Da hat sie einmal die komplette Welle gemacht. Bei 2 ist also in der Mitte, da haben sie wieder eine Nullstelle. Und jetzt schauen wir, was ist die Amplitude. Die ist in diesem Fall 3. Das heißt, die Funktion lenkt sich um 3 nach oben und 3 nach unten. 1, 2, 3. Bis hier, auf diese Höhe. Jetzt schauen wir, was ist gerade hier die Mitte. Ist hier. Das heißt, hier ist unser höchster Punkt. Genauso wie natürlich hier die Mitte. 1, 2, hier ist unser tiefster Punkt. Und jetzt können wir die Funktion zeichnen. Das ist also f von x. Können wir jetzt natürlich noch beliebig weiterfahren, aber für unsere Bedürfnisse reicht das. Jetzt schauen wir uns g von x an. G von x, schauen wieder die Koordinate. Diesmal plus 1, das heißt um 1 nach links verschoben worden und 2 nach unten. 1, 2. Hier ist also unsere Ruhelage. Dann schauen wir Amplitude. Wir schauen erst, was ist B? Das ist 2. Also P ist 2Pi durch 2. Das ist Pi. Das heißt, die komplette Funktion wiederholt sich nach einem Pi. Pi ist etwa ein bisschen mehr als 3, das heißt 1, 2, 3. Bisschen mehr, also hier etwa. Schauen wir, wo ist die Hälfte, Pi halbe, das wäre etwa hier. Und jetzt können wir also schon sehen, die Funktion macht dann diese Form.
Und wie hoch geht sie? Das ist unsere Amplitude A. Also 1,5 geht sie nach oben bis hierhin. Schauen wir, das ist etwa die Hälfte, das ist hier. 1,5 nach unten, hier ist etwa die Hälfte. Zeigen wir ein. Das ist unsere Funktion g von x. Jetzt fehlt noch zum Schluss h von x. Da schauen wir wieder Anfangspunkt. 2 nach rechts verschoben, 1 nach oben. Das ist hier unser Anfangspunkt. Dann schauen wir wieder, was haben wir für ein b? Das ist gerade pi. P ist 2pi durch pi. Also 2. Periode ist 2. Das heißt, die wiederholt sich immer alle 2. Und in der Mitte haben wir noch eine Nullstelle hier. Das heißt, die Funktion macht so eine Welle. Und was haben wir jetzt also für eine Amplitude? Das ist minus 1. Jetzt müssen wir überlegen, was bedeutet das? Das heißt, letztendlich die Höhe bleibt weiterhin 1, aber die Sinusfunktion dreht sich gerade um diese Ruheachse. Das heißt, sie geht nicht zuerst nach oben, sondern zuerst nach unten. Und zwar auch um 1. Das heißt, geht zuerst nach unten, dann geht sie hier nach oben, hier auch wieder nach oben. Und so weiter. Das wäre also unser Fall h von x. So, das wär's. Schaut mal auf unserer Homepage www.lyrella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.